Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Hallo zusammen, Carlo Vendez ist wieder hier. Und gleich weiter, wie ihr seht, hier bei Stronghold. Mission 5 haben wir letztes Mal geschafft und ich habe dann vor dem Dialog aufgehört. Also nicht vor dem Dialog, sondern vor den ganzen eingesprochenen Szenen und Rahmeninformationen. Und genau da machen wir jetzt einfach mal weiter. Zweiter Akt, das Königreich erhebt sich. Ihr verdammter Narr! Was in Gottes Namen glaubt ihr, dass ihr da tut? Nun, um ehrlich zu sein, war ich es, der den Befehl gab, die Gegend weiter zu erkunden. Ja, das mag sein, aber nicht einmal ihr wärt so dumm, einen Frontalangriff auf die Püs anzuordnen. In der Zwischenzeit erhält die Ratte die Nachricht vom Verlust seiner Grafschaft. Das waren wir letztes Mal. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Später trifft eine Botschaft der Ratte ein, die besagt, über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt. Während Sir Woolsack die Nachricht verliest, schaut ihr und Sir Longarm drein wie begossene Pudel. Mission 6, das Angebot der Ratte. Depuis ist bereit, über eine Waffenruhe nachzudenken, wenn wir unsere Truppen sofort aus seiner Grafschaft abziehen. Das ist eine Falle. Auf eben diese Weise wurde der Vater dieses Burschen getötet. Wir sollten unseren Vorteil für einen weiteren Schlag nutzen. Nein, nein, für einen ausgewachsenen Krieg haben wir nicht genug Männer. Ihr werdet entlassen, damit die Lords die wichtigen Einzelheiten eurer nächsten Aufgabe besprechen können. Schließlich stürmt Sir Longarm mit hochrotem Kopf aus dem Gemach, um euch eure nächste Aufgabe zuzuweisen. Lord Woolsack wünscht in seiner Weisheit, dass ihr einen Waffenstillstand aushandelt. Aber mir gefällt das nicht. Ich stelle euch meine besten Steinmetz zur Verfügung, sodass ihr euch auf das Schlimmste vorbereiten könnt. So gefällt mir das. Errichtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs Depuis. Ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen. Um unsere Ländereien zu sichern, müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden. Ja, dann will ich mal darauf vertrauen, dass genau das funktioniert. Verhandelt mit der Ratte. Also, es gibt auch keine Tipps und keine Hinweise. Ich meine, ich kenne das Ganze hier ja schon, keine Frage, aber... Mal kurz gucken, ich will was probieren. Herzog de Puss wünscht ein Treffen mit euch in dieser Schlucht. Es sieht so aus, als hätte jemand einige große Steine an den Rand der Felshänge geschafft. Wenn ich hier nämlich keine Pause mache, dann wird der Dialog nämlich nicht bis zu Ende geführt. Das zeige ich euch gleich auch mal. Es ist eine Falle. Sir Longarm hatte recht. Ich kann auch hier überhaupt gar nichts machen. Und die Ratte hat hier sogar einen Ritter stehen. Das ist mir noch nie aufgefallen. Auf jeden Fall, ja, kurz zurück. Will ich euch mal kurz zeigen, was passiert, wenn ich da keine Pause mache? Eine Falle. Ach, verdammt. Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzog de Puys vor. Setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Ich habe gerade gehofft, dass wenn ich zurückgehe und neu starte, ich das ganze Szenario nochmal neu habe. Ist aber leider nicht so, hat da eine quasi eine Art Autosave drin. Egal, dann lassen wir das. Aber auf jeden Fall wird es richtig cool, weil ich ab jetzt auch Steine mit im Repertoire habe. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Das machen wir mal da. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ich muss kurz überlegen, wie wir das am besten machen. Den packen wir dahin. Und ah, jetzt habe ich komplett nur Stein. Aber ne, bleib mal liegen, bitte. Bleib mal bitte liegen, scheiß Bär. Die Bären sind nämlich gefährlich.
Die können meine Einheiten vernichten und darum mauern wir den einfach mal hier ein. Dann sollte da nichts mehr passieren. Ich hoffe, das war der Einzige. Okay. Und jetzt natürlich das Standardprozedere. Einmal Holz, zweimal Holz. 3, 4. Nahrung machen wir mit Käse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verzeihung. Wie viele Leute habe ich eigentlich? 12, 7 plus 4 macht 11. Also habe ich noch einen frei. Was macht denn der am besten? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Was sagen die eigentlich bei den verschiedenen Stufen? Ihr verwöhnt uns, my Lord. Das gehe ich mal kurz durch, wenn mich das interessiert. Ihr verwöhnt uns, my Lord. Doch immer noch. Ihr seid zu gütig, my Lord. Ihr verwöhnt uns, my Lord. Ich bin der Meinung, dass er was anderes sagen müsste. Ihr verwöhnt uns, my Lord. Na egal, okay. Ein wirklich gerechtes Steuersystem. Das können wir mal so machen. Sollte euch hoffentlich nicht stören. Und falls doch, könnt ihr mir das ja entsprechend mitteilen. Dann mache ich es beim nächsten Mal wieder anders. Aber ich denke mal, dass das funktionieren sollte. Plan sieht im Endeffekt ganz einfach aus. Wie in den letzten beiden Missionen. Ich muss die ganzen Wellen abwehren von Angriffen. Die Gegner können diesmal von zwei Orten kommen. Von diesem Wegweiser hier rechts und von diesem hier oben. Ich werde mich also hier mittels Mauer einbunkern. Und zwar habe ich hier einen kleinen Felsvorsprung und hier ein kleines Gebirge. Heißt, wenn ich hier die Mauer rumziehe, bin ich komplett safe. Und das versuche ich so schnell wie möglich hinzukriegen. Machen wir das schon mal. So. Ja, hätten wir gar nicht so gebraucht, aber egal. Dann machen wir hier kurz eine Lücke. Naja gut, dann machen wir das so und so und so und so. Und bis hier. So gefällt mir das. Da lasse ich das mal noch ein Stückchen offen. Das sieht hässlich aus. Ach, egal. Soll so bleiben. Gut, Holz läuft, Nahrung läuft. Nahrung läuft sogar richtig, dann können wir hier noch eine Käserei hinsetzen. Eine kleine Hütte nach da hinten. Noch zwei Käsereien, das sollte jetzt kein Problem mehr werden. Ja komm, mach hier eine Holzfäller. Dann nehmen wir den. Ein Ochsenjoch reicht aus. So und so, wie immer. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt hier so ein bisschen karg nur kommentiere. Mal kurz schauen. Da oben, ich kann nicht erkennen, wie viele Bögen ich habe. Meine FPS-Zahl steht da drüber. 8 Stück, glaube ich. Ihr könnt das besser erkennen, weil ihr hier oben links nicht die FPS-Zahl eingeblendet habt. Unterkünfte hier. Waffenkammer nach da. Oh ja, sehr schön. Die wunderschöne Musik. Ah, es kommt alles wunderbar zusammen. Ach Quatsch, das reicht. Und der Bär liegt hier wunderbar faul drin. Er sieht einfach super geil aus und somit habe ich mir den Bären vom Hals geschafft. Er würde ansonsten nämlich all meine Leute hier kaputt machen. Naja, umbringen, so rum. Das mit der Treppe hier gefällt mir immer noch nicht. Das muss ich anders machen.
muss ich so lösen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Jawohl, perfekt. Sieht doch schon viel besser aus. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Rücken aus. Sind auf dem Weg. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Wir benötigen Gold. So. Unsere Schatzkammer leert sich. Stimmt, ich wollte ja hören, was die zu den Steuern sagen. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Beim niedrigen Steuersatz. Ein bisschen hoch, diese Steuern. Diese Steuern sind ungerecht. Ich kann das nicht bezahlen. Die Begründung, diese Steuern sind ungerecht. Mit welcher Begründung? Diese Steuern sind ungerecht. Sind die denn ungerecht? 28 Leute, 28 Gold. Jeder von euch muss ein Goldstück abdrücken. Ja, für die Bemerkung gibt's hier gemeine Steuern. Ich kann das nicht bezahlen. Ja, dann sorg mal dafür, dass du es bezahlen kannst. Wir haben einen Krieg zu führen, das kostet. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir benötigen Gold. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Immer nur am Jammern, die Leute hier. Viel zu verwöhnt. Ich meine, freut euch doch. Wir wollen all das zurückerobern, was uns gestohlen wurde. Also nicht uns, sondern unserem Vater und dem König. Ja. Und uns geht's super dafür, für die Verhältnisse. Na gut, ist doch ein bisschen schnell jetzt, wie ich die Nahrung verballere. Da habe ich dann kaum eine Chance. Ja, eine Pfeilmacherei haue ich dann hier noch hin. Das sollte funktionieren. Und die Mauer mache ich noch ein Stück breiter, damit ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum habe. Zumindest so viel, wie es die Steine gerade zulassen. Mehr habe ich gerade leider nicht. Ah ja, schade. Na komm, eine Pfeilmacherei will ich hier noch haben. Und speichere. Ja, jetzt kommt es mit der Nahrung ganz gut hin. Beim letzten Gucken war ich bei 55, 59 in dem Dreh. Jetzt sind wir bei knappe 70. Ja, das passt schon. Mit den ganzen Käsereien ist das kein Problem. Und noch ein Pfeilmacher. Jetzt habe ich... Eine Botschaft der Ratte. Oh! Wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Misch dich doch mal bitte nicht ein, wenn ich gerade mal wieder was erzählen möchte. Jetzt kommt gleich wieder die Meldung. Die Truppen der Ratte greifen an. Ich habe zu wenig Stein. Verdammt Mist. Bogenschützen bereit. Ich glaube, den ersten Angriff startet er von hier links. Ich weiß es aber nicht genau. Bin zur Stelle. Der Nahrung, ja, komme ich hin, das ist gut. Die Truppen der Ratte greifen an. Nee, komm von da rechts, okay. Mein Bogen ist euer. Bin zur Stelle. Mein Herr, Rücken aus. Eure Befehle? Nee, ach, von da kommen sie, verdammter Mist. Bin zur Stelle. Alle auf den Katapult. Ja, Bogen gespannt, Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer, mein Herr. Mach den Katapult down. Jawohl, Katapult ist erledigt. Bin zur Stelle. Sind auf dem Weg. Visiere an. Ja gut, mein Lord überlebt das problemlos. Ja. In Bewegung. Ja, doch relativ souverän gelaufen. Das Schöne ist, die Mauern hier sind zwar völlig kaputt, runterspringen können sie natürlich noch, aber halt nicht mehr hochklettern. Aber reparieren geht relativ fix. Einmal zack und dann haben wir das schon, oder?
Mal schauen, ob ich die Zinnwelle auch noch baue. Die geben mir entsprechend etwas besseren Schutz. Mit der Nahrung klappt es auch ganz gut. Ich kann aber eigentlich einen Holzfäller abreißen. Ach nee, brauche ich nicht. Passt schon. Bin zur Stelle. Mehr Bogenschützen brauche ich. Die Mauern stellen wir auch wieder hin. Aber einen zweiten Steinbruch könnten wir gebrauchen. Unsere Krieg werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my lord. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Ich überlege gerade jetzt. Ich will es doch lieber ein bisschen größer aufziehen noch. 1, 2. Da dann die Mühle. Und ein paar Bäckereien. Aber mit den Bäckereien kann ich noch warten. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Die Truppen der Ratte greifen an. Von wo? Mein Bogen ist euer. Von da oben. Kommt ihr schon ran? Das ist leider nicht möglich. Nee, ich komme noch nicht ran, verdammt. Sind auf dem Weg. Dann kommt mal schnell hierher. Bitte baut den Katapult irgendwie sehr, sehr nah hier dran. Da, ja. Komm gleich das Zelt plätten. Mein Herr, Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Die Lanzenträger plätten müsst ihr. Lanzenträger plätten ihr müsst. Visiere an. Ziel angepeilt. Eure Befehle? Pfeile bereit. Bogen gespannt. Visiere an. Also wirklich clever mache ich das in der aktuellen Mission nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin zur Stelle. Ich kann von Glück reden, dass mein Lord das hier überlebt. Nein, ihr sollt nicht das Wild angreifen. In Bewegung. Ja. Jetzt backen die hier fest. Nee, gut, wunderbar. Mein Bogen ist euer. Also wirklich, mache ich das in der Mission hier noch nicht? Nahrungsvorräte sind sehr knapp. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Unsere Goldvorräte wachsen stetig. Dann machen wir es jetzt erstmal so. Wir machen normale Rationen und lassen das Gold weg. Bin zur Stelle. Mein Herr, Rücken aus. Ich habe jetzt auch so viele Einheiten, dass ich erstmal nicht so viel Gold brauche. Ich habe ja im Endeffekt einen ganz einfachen Plan. Die Arbeit wurde eingestellt, mein Lord. Und zwar will ich ja, wo habe ich jetzt hier Nahrungsgebäude? Bäckerei. Mein Korn, wo habe ich meinen Kornspeicher? Den habe ich da hinten, das habe ich vergessen. Bäcker 1, Bäcker 2, Bäcker 3, Bäcker 4, Bäcker 5, Bäcker 6. Die Arbeit wurde eingestellt. Dieses Gebäude ist momentan funktionstüchtig, my lord. Ich will einfach eine recht hohe Produktion jetzt haben, gerade bei dem Stein. Dafür brauche ich mehr Leute. Mehr Leute, mehr Nahrung, alles drum und dran. Ist ja natürlich klar, je mehr verbraucht, desto mehr muss ich produzieren. Und so weiter und so weiter. Brauche ich euch ja nicht erklären, das ist ja reine Logik. Deswegen, mein Plan sieht einfach ganz simpel aus. Massive Anzahl an Bogenschützen und den Gegner wegplätten. Ich hätte das auch dabei lassen können, dass ich einfach die Kleinen hier lasse und sage, ich will einfach bloß einen Steinbruch. Da ich aber einen zweiten Steinbruch haben wollte, brauchte ich wieder noch eine Hütte. Durch die neue Hütte brauchte ich halt mehr Nahrung und für die neue Nahrung brauche ich auch wieder Leute, die was produzieren. Jetzt kommen sie von hier rechts. Bin zur Stelle. Kommt ihr mal dahin? Bin zur Stelle. Ja. Wir fangen die gleich hier vorne ab. Bogenschützen bereit. Bogen gespannt. Visiere an. Mein Bogen ist Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Auf die Lanzenkämpfer. Ihr dürft nicht in Nahkämpfe verwickelt werden. Visiere an. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Visiere an. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Das ist ganz wichtig. Bogen gespannt. Visiere an. Ziel angepeilt. Pfeile bereit. Ja, jetzt sieht es relativ safe aus. Ich habe zwar sehr viel verloren. Ich will das angucken. Ich habe nur noch 16 von 32. Bin gespannt. In Bewegung. Visiere an. Aber ich spiele nicht darauf,
Angriff überlebt. Wunderbar, ich spiele hier ja nicht darauf zu sagen, ich will möglichst wenig Einheiten verlieren, ich will einfach die Mission gewinnen. Und das mache ich dann eben zur Not über einen hohen Verschleiß. Bin zur Stelle. Und wie wir es aus der letzten Mission schon kennen, ich habe einfach eine einzige Mühle und die stellt so fucking viel Mehl her, dass die ganzen Bäckereien damit klarkommen. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Und dann können wir wieder den hier machen. Leert sich. Mehr Einwohner heißt natürlich auch, dass ich wieder hoch, diese Steuern. Mehr Steuereinnahmen habe. Ne, Mensch, lass dir mal das gefallen, ne? Ich bitte euch, Sire, ich muss eine Familie ernähren. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher. Glaube ich dir nicht. Dann machen wir es mal kurz. Unsere Lebensmittelvorräte so, bis wir wieder auf Max sind. Bin zur Stelle. Steine habe ich genug. Dann können wir hier mal ein Tor reinbauen. So, das sieht doch schon fein aus. Eine Botschaft der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Gepös angelegt. Warum kann ich hier nirgends hinbauen? Bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Ach komm, hör auf zu labern. Ja. Laber nicht. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. Ja, wie groß sollen die schon sein? Sind auf dem Weg. Mein Bogen ich muss nur dafür sorgen, dass ich genügend Bogenschützen habe und dann kann ich es mit den Truppen aufnehmen. In Bewegung. Bin zur Stelle. Wie viel habe ich hier eigentlich? 24, naja, ist noch nicht so viel. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Extra Ration und moderate Steuern sollte reichen. Komme ich auf plus minus null raus, produziere aber genug Nahrung. Die Truppen der Ratte greifen an. Und wo? Ja, die kommen wieder von da drüben. Ja. Dann stellen wir uns einfach mal nach da oben. Und bauen hier mal noch so weit wie geht, so weit wie möglich einen Zinnwall hin. Sind auf dem Weg. In Bewegung. So, besetzt die Zinnen. Mein Bogen ist Pfeile bereit. Durch die Zinnen bin ich hier relativ gut geschützt. Mein Herr. Und die Lanzen, ach die Lanzenträger, die Leiterträger kriege ich hier auch relativ gut weg. Und gerade die Lanzenträger, ihr seht es ja hier, die verrecken hier reihenweise. Oh, Katapult, das ist nicht so schön. Eure Befehle? Oben gespannt. Kommt ihr da überhaupt ran? Naja, nicht wirklich. Rücken aus. Die stehen halt direkt hier hinter dem Vorsprung. Und darum kommen wir nicht wirklich ran, aber das war jetzt ein Fehler von ihm. Die Frage ist, wie weit der Katapult... Das Katapult, ne? Natürlich, ach klar. Ja, sind auf dem Weg. In Bewegung. Kommt mal hier hinten hin, haben wir mehr Range. Angepeilt. Pfeile bereit. Auf den Katapult. Das Katapult, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob es der Katapult oder das Katapult ist. Schön auch, wie die Lanzenträger einfach hier rumstehen. Wir geben auch nicht auf, ne? Oh, ich will wieder zurück in die Standardperspektive. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Jetzt finde ich die Musik aber selber doch ein bisschen doller laut. Also machen wir das mal doch lieber so. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Wir verlieren ein bisschen Gold, euer Gnaden. Bin zur Stelle. Es werden Rekruten benötigt sein. Es werden Rekruten benötigt sein. Ja, kriegen wir schon hin. Das sollte kein Problem sein. Bin zur Stelle. Die geben einfach nicht auf da hinten. Wir lassen die einfach laufen, so lange bis die nächsten Truppen schon hinterherkommen. Aber so lange kann ich hier nichts bauen, das ist doof. Mein Herr, der Kornspeicher ist voll, my lord. Ich habe schon doppelte Ration und der Kornspeicher ist voll. Das will ich mal kurz wissen, wann ist er denn voll? 250, okay. 250 macht den Kornspeicher komplett voll. Zack. Zack. Und da, so, passt. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ich kann hier nicht weiter bauen. Solange wie die da sind und sich angreifen. Ich will den Wall aber wieder hochziehen.
Aber geht nicht, weil zu nah beim Feind. Mein Bogen ist euer. Pfeile bereit. Bogen gespannt. Aber das sollte jetzt ja gleich vorbei sein. Ja, wunderbar. Sind auf dem Weg. Das ist doch fein. So, hier noch Zinnwall hin und da und da und da. Warum geht das hier nicht? Weil dann... Nee, zum Wegweiser. Hm, eine sehr Botschaft der Ratte. Ich habe doch tatsächlich schon wieder verloren. Ach, das war's schon. Ach, das war's schon. Okay, das ist ja dufte. 52% Truppen verloren. Ach du Jemini. Also souverän war das nicht mal im Ansatz. Aber ich habe im Endeffekt das Ding geschafft. Ich war effektiv, aber nicht effizient. Das hat sich aber jetzt die ganze Folge hingezogen, die Mission. Dann nehmen wir jetzt noch die Dialoge für die nächste Mission mit und dann reicht das erstmal. Es ist schon wieder geschehen. Unglaublich, ich verliere eine Grafschaft nach der anderen. Als nächstes bin ich wohl selbst dran. Ich bin verloren. Ich denke, ich reite besser zurück, um Verstärkung zu holen. Oh, zurückreiten? Wäre es nicht einfacher, eine Botschaft zu senden? Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ich bin zurück, ehe ihr euch verseht. Bis bald, ehrenwerter Freund. Bis bald. Ich würde dem nicht trauen. Aber die nächste Grafschaft gehört uns. Und neutrales Land ist das nächste. Die nächste Mission kenne ich auch von früher. Also, ich kenne ja sowieso alle Missionen von früher. Das Spiel ist ja nicht erst von gestern. Aber die nächste Mission war immer eine meiner Lieblingsmissionen gewesen. Auch damals, für die Art und Weise, wie ich gespielt habe, eine der schwierigsten. Mission 7, das Ende der Belagerung. Vor vielen Tagen lang ist's her, log die Ratte, dass sich die Balken bogen. Diese Unart störte manche sehr, und Pfeile bald vom Himmel flogen. Die Ratte hörte Bögen zischen und sputete sich, um zu entwischen. Doch wer Unrecht sieht, der erntet den Lohn. Auch der Ratte wird ihre Strafe drohen. Die Barden im ganzen Land geben ihr Bestes, um die Autorität der Ratte zu untergraben. Da das Urteilsvermögen von Lord Woolsack in Frage steht, übernimmt Sir Longarm die Führung. Kurz darauf erfahrt ihr, dass der nervöse Lord Mannequin den Mut gefasst hat, sich mit euch gegen den Feind aufzulehnen. De Pys, ihr müsst euch um Lord Mannequin kümmern. Wenn sich auch nur ein Lord erhebt, werden es bald alle tun. Nun, ich muss erst meine Grafschaften zurückfordern und ich habe noch nicht genug Truppen, also ich erwarte noch Verstärkung von... Genug! Belagert die Grafschaft Lord Mannequins oder ich lasse euch hängen! In Anerkennung eurer Dienste befördere ich euch hiermit zum Kommandanten aller aufständischen Truppen. Ihr habt es euch redlich verdient. Eure erste wichtige Aufgabe ist es, Lord Mannequin zur Seite zu stehen, bis die Belagerung seines Bergfriedes aufgehoben ist. Lord Mannequin wird belagert und es wäre verheerend für uns, wenn seine Grafschaft fiele. Geht mit einer Kompanie Lanzenträger an Land und führt seine Garnison zum Sieg. Wenn wir hier Erfolg haben, erheben sich vielleicht noch weitere Grafschaften. Klingt auf jeden Fall nach einem super Plan. Nehmen wir mit in die nächste Episode. Für diese Folge war es das erstmal. Ich bedanke mich wie immer für euch beim Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann. Ciao!